Hallo ihr Lieben, heute habe ich meine Top 10 Liebesromane für euch. Also die 10 Liebesromane, die mir am meisten bedeuten, die mir am meisten immer noch im Herzen sind. Und ja, ich dachte, ich stelle die euch einfach mal vor. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch, vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch noch nicht. Und ja, ich wollte die euch einfach mal vorstellen und ich habe beim Raussuchen festgestellt, ich habe eigentlich keine Top 10. Ich habe eigentlich eine Top 13, aber ich habe das jetzt auf 10 Bücher eingeschränkt und ja, die drei Bücher, die es jetzt nicht in diese Liste geschafft haben, ist der zweite Teil von Redwood Love, Keep von der Mills Brothers Reihe und Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt von Brittany C. Sherry. Also diese drei Bücher liebe ich auch über alles, aber ich musste jetzt für eine Top 10 so ein bisschen aussieben und ja. Deswegen haben es diese drei Bücher nicht mehr mit auf die Liste geschafft, aber ich finde diese drei Bücher auch mega. Also ich kann auch diese drei Bücher euch wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch mal an. Ansonsten fangen wir jetzt an mit meiner Top 10. Ich habe in diesen Top 10 nicht nochmal die Bücher platziert. Also diese 10 Bücher sind jetzt nicht nochmal irgendwie nach Plätzen sortiert oder gestaffelt. Das würde ich nicht hinkriegen. Also ich könnte mich da nie für ein Buch entscheiden, was mir wirklich am wichtigsten ist, was mir wirklich am besten gefällt. Denn alle 10 Bücher sind richtig gute Liebesromane und sind Bücher, die mir sehr, sehr nahe gegangen sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an und ich greife einfach mal auf meinen Stapel. Das erste Buch auf meinem Stapel ist Wie die Stille unter Wasser von Brittany C. Cherry. Das ist auch mein Lieblingsteil aus der Romance Elements Reihe. Ich habe mir das Buch auch damals signieren lassen auf der Messe und ja, die Geschichte von Maggie May und Brooke ist mir damals beim Lesen wirklich sehr, sehr nahe gegangen. Ich habe mich gut in Maggie hineinversetzen können. Ich fand das, was sie erlebt hat als Kind, wirklich sehr traumatisch. Ich meine, es gibt andere Kinder, die viel traumatischere Sachen erleben und die viel besser damit umgehen, aber bei Maggie hat halt dieses traumatische Erlebnis in ihrer Kindheit wirklich dafür gesorgt, dass das halt auch ihr Leben bestimmt. Und ich fand es halt einfach wunderschön zu sehen, wie sie und Brooke dann trotz aller Widrigkeiten und Umstände zueinander gefunden haben. Ich fand die Wendung am Ende in der Geschichte richtig krass. Das war auch etwas, womit ich in dieser Geschichte nicht gerechnet hatte. Und ja, ich liebe diese Geschichte einfach. Und ich würde es jetzt so machen, damit ich euch zu den Geschichten nicht zu viel verrate und euch nicht spoilere, lese ich euch immer den Rückband vor. Weil ich weiß, wenn ich anfange, einmal zu erzählen über Bücher, dann finde ich auch kein Ende. Und ja, deswegen lese ich euch bei diesen Büchern einfach immer mal den Rückband vor, dass ihr wisst, worum es geht, dass ihr eine kleine Inhaltsangabe habt. Weil wie gesagt, wenn ich das mache, dann wird das viel zu viel hier in diesem Video. Und ja, ich spoilere euch vielleicht und das möchte ich nicht. Deswegen halten wir uns mal hier an den Rückband. Momente. Die Menschen erinnern sich vor allem an Momente. Denn das Leben ist eine Summe aus einer unendlichen Anzahl von Momenten. Manche sind grausam und voller Erinnerungen an nicht vergangenen Schmerz. Manche sind unglaublich schön und voller Versprechen, die auf einen besseren Morgen hoffen lassen. Ich habe in meinem Leben viele solcher Momente erlebt. Momente, die mich veränderten, die mich herausforderten. Momente, die mir Angst machten und mich in die Tiefe rissen. Doch die größten Momente, die mir das Herz brachen und den Atem raubten, habe ich alle mit ihm erlebt. Alles begann mit einem Nachtlicht, der aussah wie eine Rakete, und einem Jungen, der mich nicht lieben wollte. Und ja, ich habe damals diesen Rückband gelesen und dachte so, ich muss dieses Buch besitzen, ich muss es haben. Und ja, ich liebe dieses Buch einfach und wie gesagt, die Geschichte von Maggie May und Brooke ist einfach wunderschön. Ich finde wirklich die Entwicklung in diesem Buch ganz toll. Ich finde die Entwicklung, die Maggie in diesem Buch macht, richtig gut. Ich finde es auch krass, wie Brooke sich verändert im Laufe der Zeit und im Laufe der Geschichte. Denn es ist so, man liest in dieser Geschichte erst ein bisschen, wo die beiden Kinder sind. Dann passiert halt etwas mit Maggie, was sie sehr traumatisiert, was ihr weiteres Leben halt auch bestimmt. Und dann machen wir noch einen Zeitsprung, wo die beiden dann so junge Erwachsene sind. Und dann machen wir nochmal einen Zeitsprung, nochmal ein paar Jahre später. Und ich fand das so gut. Und ich finde, Brittany C. Cherry schreibt das einfach immer alles so gefühlvoll, dass man sich einfach so perfekt in die Charaktere auch hineinversetzen kann. Und ja, deswegen Die Stille unter Wasser, eins meiner absoluten Lieblingsliebesromane, was ich euch immer wieder nur ans Herz legen kann. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, das ich angefangen habe zu lesen und auf Seite 50 schon total verliebt war in die Geschichte. Und zwar Idol 2, Gib mir dein Herz. Ich habe
dieses Buch, ich habe das schon 100-mal erzählt, ich habe dieses Buch ja versehentlich angefangen zu lesen, weil ich es mit dem ersten Teil verwechselt hatte. Und ich habe dann das allererste Mal in meinem Leben Teil 1 und Teil 2 einer Geschichte parallel gelesen. Ich habe den ersten Teil damals mit der Nina zusammen gelesen und hatte aber versehentlich die ersten 50 Seiten hiervon gelesen, statt vom ersten Teil. Und ich habe dann immer mit Nina meinen Abschnitt gelesen für den ersten Teil. Und wenn ich damit fertig war, habe ich mich ja in den zweiten gesetzt und den zweiten Teil weitergelesen. Denn die ersten 50 Seiten und das Buch hatte mich einfach. Ich habe mich sofort in Gabriel Scott verliebt. Wirklich. Dieser Mann hat sowas von einem Stock im Arsch. Aber er hat auch ein so großes Herz und er ist einfach toll. Er ist einfach toll und ich finde, dass Sophie als sein Gegenpart hier einfach richtig toll ist, denn sie ist das genaue Gegenteil von ihm. Sophie ist ein Sonnenschein und ein sehr extrovertierter Mensch und sie geht sehr aus sich raus und sie kommt sehr schnell mit Leuten in Kontakt und Scotty ist halt genau das Gegenteil und ja, er ist sehr introvertiert und sehr ruhig und sehr still und er wirkt sehr unnahbar und halt auch immer sehr schroff, aber ja, wenn man dann dieses Buch liest und Scotty besser kennenlernt, er schleicht sich einfach so bei einem ins Herz und es ist einfach eine so tolle Geschichte und er und Sophie passen halt einfach so unglaublich gut zusammen. Die sind einfach so, so toll zusammen und ja, ich fand die Dynamik zwischen den beiden in dieser Geschichte richtig gut. Hier muss ich sagen, spricht für das Buch wirklich die Charaktere und die Beziehung zwischen den Charakteren und halt einfach Scotty. Hier ist es nicht so sehr der Verlauf der Geschichte, der mich damals so gefesselt hat, sondern wirklich einfach die Dynamik zwischen den Charakteren. Und ja, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in Idle 2 geht. Sophie Darling kann ihr Glück kaum fassen, als sie für ihren Flug nach London ein Upgrade in die erste Klasse erhält. Bis sie ihren Sitznachbarn kennenlernt. Gabriel Scott. Gabriel Scott ist zwar der attraktivste Mann, den sie je in ihrem Leben gesehen hat, leider aber auch der unverschämteste. Und das ist noch nicht alles. Während des Fluges findet sie heraus, dass er niemand anders ist als der Manager der Rockband Kill John. Und somit womöglich bald ihr neuer Chef. Und was auf diesem Flug alles passiert, es ist so mega witzig. Es ist einfach so mega witzig und auch so ein bisschen so voller Fremdschämen, dass man denkt so, ach Gott, was machst du denn? ja, aber genau das machen Bücher für mich aus, wenn ich mich auch mal fremdschämen in Büchern und halt drüber lachen kann und ja, das finde ich immer sehr, sehr toll und deswegen Idle 2 gehört definitiv zu meinen Favoriten, was ich euch immer wieder nur empfehlen kann. Ich liebe einfach die Dynamik zwischen Gabriel und Sophie total und ja, ich mag die Geschichte und das Ganze drum und dran und ich liebe Idle 2 einfach. So einfach ist das. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das der dritte Teil der Diamonds for Love Reihe. Das ist die Geschichte von Pippa Bennett und Eric Callahan und diese Geschichte hat mich sehr berührt. Ich fand das, was Pippa durchgemacht hat, wirklich schrecklich. Ich finde Erics Vergangenheit einfach schrecklich und ich fand es halt einfach so schön zu sehen, wie so zwei gebrochene Menschen im übertragenen Sinne so zueinander finden. Und das hat mich einfach sehr berührt und ich fand das halt einfach auch sehr schön erzählt. Und ja, Eric und Pippa passen halt auch einfach wie Topf und Deckel. Es ist halt einfach so. Und ja, deswegen, die Diamonds for Love-Reihe hat mir im Großen und Ganzen generell gut gefallen, wobei ich sagen muss, dass der siebte, achte, neunte Teil nicht mehr so gut waren wie die ersten Teile. Das hat leider so irgendwie im Verlauf der Reihe so ein bisschen, was geht hier mit meinen Haaren? Das hat leider so im Verlauf der Reihe so ein bisschen nachgelassen. Was ist das hier? Das hat auf jeden Fall im Verlauf der Reihe so ein bisschen nachgelassen, aber der dritte Teil ist und bleibt mein Lieblingsteil. Ich finde diese Geschichte so unglaublich gut. Wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut sie euch an. Wie gesagt, das ist einfach eine Geschichte, die mich sehr berührt hat aufgrund der Vergangenheit der beiden. Und es war einfach wunderschön zu sehen, wie die beiden so zusammenfinden. Und ich lese euch jetzt auch mal hier vor, worum es geht. Eigentlich wollte es Pippa Bennett in Sachen Liebe langsam angehen lassen und zuerst ihre Scheidung verarbeiten. Aber die Liebe hat ihre eigenen Regeln. Irgendetwas hat der Witwer Eric Callahan an sich, dem sie sich nicht entziehen kann. Er ist attraktiv, witzig und ein fürsorglicher Vater. Und gegen das heftige Knistern zwischen ihnen kommt sie einfach nicht an. Doch dann erfährt sie, dass Erics Zeit in San Francisco begrenzt ist. Wird es Pippa gelingen, für ihre Liebe zu kämpfen? Und ja, ich fand einfach den Hintergrund, dass Eric Witwer ist und halt eine kleine Tochter hat, um die er sich kümmert und dadurch eigentlich auch überhaupt keine Zeit hat, eine Frau kennenzulernen, sehr, sehr spannend. Und wenn man die ersten beiden Teile der Diamonds for Love-Reihe gelesen hat, weiß man, was es auch mit Pippa und ihrem Ehemann auf sich hat. Und man weiß, dass es sie halt auch absolut nicht einfach hatte in der Zeit. Und ja, es ist wie gesagt einfach eine tolle Geschichte und es ist einfach schön zu sehen, wie die beiden so zueinander wiederfinden und wie beide so
zurück zur Liebe finden. Und ja, deswegen mag ich den dritten Teil der Diamonds to Love-Reihe sehr und kann ihn euch auch wirklich nur ans Herz legen. Alle Bücher, die ich euch zeige, sind im Übrigen Companions. Das heißt, es sind zwar Teile einer Reihe, diese können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Das heißt, ihr könnt die Teile auch wild durcheinander lesen, was zwar immer so ein bisschen für den Hintergrund ein bisschen schwierig ist und ein bisschen zu Verwirrung führen kann, aber ihr könnt rein theoretisch alle diese Bücher unabhängig von den anderen lesen. Es sind eigenständige Geschichten. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, und zwar ist das Fighting to be Free, nie so geliebt, von Kirsty Mosley. Ich habe diese Bücher damals gelesen und ich war einfach nur verliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe die Bücher gelesen und geliebt. Ich fand die Geschichte einfach so unglaublich gut. Diese Geschichte hat mich absolut berührt. Jamie als Charakter ist einfach so toll und es ist einfach so krass zu sehen, wie er sich entwickelt. Und wenn man seinen Hintergrund kennt und wenn man weiß, was er alles durchgestanden hat schon in seinem Leben, es ist einfach so krass, das dann zu sehen, was in dieser Geschichte alles passiert. Fighting to be Free, nie so geliebt, ist der erste Teil von zweien. Da gehört noch ein zweiter dazu. Ihr seht ihn hier so in der Ecke. Das ist dieser Türkise. Inzwischen gibt es die Bücher auch im Doppelband. Und ja, ich kann euch diese Bücher einfach nur empfehlen. Das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Der erste Teil endet natürlich mit einem richtig fiesen Cliffhanger. Und ich habe das Ende vom ersten Teil damals gelesen und ich habe es gehasst. Und ich habe gedacht, nein, das ist jetzt nicht wahr. Das kann jetzt nicht sein, nicht nach allem, was ist. Und ja, dann kommt der zweite Teil und man erwartet, dass der direkt beim ersten ansetzt. Aber der setzt einige Zeit später an und ich glaube 3 oder 4 Jahre später setzt der zweite Teil dann an. Und es ist krass zu sehen, wie unsere Charaktere sich in der Zeit entwickelt haben, was in der Zeit alles passiert ist. Und ja, die Frage stellt sich ja dann auch, ob sie wieder zueinander finden. Aber ich lese euch jetzt erstmal vor, worum es im ersten Teil geht. Es ist Jamies letzte Chance auf ein normales Leben. Bisher war seine Existenz bestimmt von Armut und Gewalt. Frisch aus dem Gefängnis entlassen, ist er voller guter Vorsätze. Doch so leicht entkommt er seiner Vergangenheit nicht. Dann begegnet er Ellie. Und sie verkörpert all das, wonach er sich sehnt. Die Anziehungskraft reißt sie beide mit. Jamie will alles tun, sich ihrer würdig zu erweisen. Der Mensch zu werden, den Ellie lieben kann. Aber noch hat er ihr nicht die Wahrheit über seine dunklen Taten gestanden. Sind Ellies Gefühle stark genug, um bei ihm zu bleiben? Bei einem Mann, der das Leben eines anderen auslöschte. Und ja, wie gesagt, mich hat diese Geschichte damals sehr, sehr berührt, als ich sie gelesen habe, weil ich fand einfach Jamie als Charakter sehr, sehr interessant. Ich fand es wahnsinnig toll zu lesen und zu sehen, was er für ein Mensch ist, trotz der widrigen Umstände, in denen er aufgewachsen ist. Und ja, ich fand einfach hier auch wieder die Charakterentwicklung richtig gut. Ich fand die Beziehung zwischen Ellie und ihm richtig gut. Ich fand gut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es ist krass zu sehen, was hier im Hintergrund noch für eine Geschichte spielt und wie Jamie halt versucht, sein dunkleres Leben, sag ich mal, vor Ellie geheim zu halten und wie er versucht halt aus diesem Teufelskreis auch rauszukommen. Das hat mir damals sehr gut gefallen. Es ist in erster Linie immer noch eine Liebesgeschichte, also sie ist auch sehr sexy und es gibt auch Erotik in diesem Buch. Aber ja, das Ganze drum und dran ansonsten hat mir hier auch sehr, sehr gut gefallen. Es sind übrigens alles Bücher mit erotischem Anteil, die ich euch jetzt zeige. Also nicht wundern. Und ja, ich liebe dieses Buch einfach sehr. Und wenn ihr es noch nicht kennt, schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist definitiv lesenswert und ich kann es euch immer wieder nur empfehlen. Das nächste Buch war das allererste Buch, was ich von dieser Autorin gelesen habe. Und dieses Buch hat mich so zum Weinen gebracht an der einen Stelle, dass ich konnte nicht mehr weiterlesen. Ich musste das Buch beiseite legen. Ich hab sehr geweint. Ich habe sehr mit den Charakteren gefühlt und gelitten in diesem Buch. Und ja, ich hätte nie gedacht, dass mir dieses Buch so gut gefällt, denn ich bin eigentlich nicht so für Lehrer-Schüler-Geschichten und ich habe damals auch Weil ich Lycan liebe gelesen und ich fand das gar nicht gut, mir hat das überhaupt nicht gefallen, das war überhaupt nicht meine Geschichte und deswegen waren dann so Schüler-Lehrer-Geschichten für mich auch so ein bisschen raus, aber dann kam Verliebt in Mr. Daniels oder wie es jetzt inzwischen heißt, Die Worte meiner Seele oder so. Und ja, ich habe dieses Buch damals gelesen. Es war, wie gesagt, das erste Buch von Brittany C. Cherry, was ich gelesen habe. Und es war einfach so gut. Es war einfach eine so gute Geschichte. Es ist auch hier so krass, was alles in diesem Buch passiert. Wie gesagt, diese eine Stelle, das kam so unerwartet, dass ich... es hat mich sehr mitgenommen damals. Und allein der Anfang von diesem Buch ist schon sehr, sehr hart und sehr schwer zu verdauen. Und ja... ich kann euch Verliebte Mr. Daniels wirklich nur empfehlen. Ich lese euch erstmal vor, worum es in diesem Buch geht, bevor ich noch was dazu sage. Ich hatte nicht vor, mich in ihn zu verlieben, als ich nach Wisconsin kam. Ich hatte weder geplant, in Joes Bar zu stolpern, noch mich Hals über Kopf in Daniels Musik zu verlieren.
Ich hatte ja keine Ahnung, dass allein seine Stimme all meine Sorgen wenigstens für einen Moment vertreiben könnte. Ich wusste nicht, dass sich so das Glück anfühlt. Unsere Liebe war mehr als nur Leidenschaft. Es ging um Familie, um Verlust, um das Gefühl, wieder lebendig zu sein. Unsere Liebe war verrückt und schmerzhaft. Sie bestand aus Lachen und Weinen. Sie war wie wir und allein deshalb werde ich es niemals bereuen, dass ich mich in meinen Lehrer Mr. Daniels verliebt habe. Und ich habe das damals gelesen und ich kriege, auch wenn ich das jetzt schon wieder lese, so ein bisschen Gänsehaut. Und ich fand das damals einfach so interessant und man muss dazu sagen, Daniels ist jetzt kein alter Mann. Er ist jetzt gerade frisch von der Uni und unsere Protagonistin Gabby ist im letzten Schuljahr, also die beiden trennen, glaube ich, maximal 3 oder 4 Jahre waren es sogar nur. Also es war nicht wirklich eine große Zeitspanne, die bei den beiden dazwischen liegt, was mich sehr, sehr beruhigt hat. Und ja, es war einfach schön zu sehen, wie die beiden sich kennengelernt haben, sich verliebt haben und wo dann dieses Erwachen kam, dieser Schockmoment, oh mein Gott, er ist mein Lehrer, scheiße. Was machen wir jetzt? Und diese Entwicklung von den beiden zu sehen in diesem Buch mit den ganzen Konsequenzen, was da alles noch hinten dran hing und mit Gabbys Vergangenheit, es war einfach richtig toll zu lesen. Und ja, ich kann euch Verliebt in Mr. Dan jetzt wirklich nur empfehlen, auch wenn ihr vielleicht so ein bisschen Angst vor Schüler-Lehrer-Geschichten habt. Die hier ist wirklich lesenswert und großartig und ja, wird für immer in meinem Herzen sein. Ich liebe diese Geschichte sehr und ja, kann sie euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Machen wir weiter mit dem ersten Buch, was sich in meinem Herzen eingenistet hat. Ich habe damals diese Reihe gelesen und ich fand diese Reihe damals schon großartig. Das war so die erste Reihe an erotischen Liebesromanen, die ich somit gelesen habe. Und ja, ich habe dann den dritten Teil dieser Reihe gelesen und er ist immer noch in meinem Herzen. Es geht um das Schätzchen hier. Das ist der dritte Teil der Edinburgh Love Stories. Es geht hier um Olivia und um Nate und man lernt die beiden in den ersten beiden Teilen schon so kennen. Man weiß, was Nate für einen Hintergrund hat und man erfährt dann hier gleich zu Beginn der Geschichte, was Olivias Hintergrund ist und was so ihr kleines Problem ist. Und es war einfach so schön zu lesen, wie aus diesen beiden besten Freunden ein Liebespaar wurde und es ist einfach eine so tolle Geschichte und die ist mir damals sehr, sehr nahe gegangen. Ich mag ja generell so beste Freunde verlieben sich ineinander Geschichten, aber diese hier hat mich wirklich sehr berührt, gerade von dem Hintergrund, was Nate betraf und auch was Olivia für Schwierigkeiten hatte. Und man fängt an, dieses Buch zu lesen und man weiß einfach, dass diese beiden perfekt füreinander sind und man weiß, dass diese beiden einfach zusammengehören. Und ja, dann müssen sie halt diese ganzen Schwierigkeiten überwinden und man rauft sich die Haare und man denkt sich so, mein Gott, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nein, die beiden gehören zusammen, das kann jetzt nicht sein. Und ja, es hat mich wirklich damals sehr mitfiebern lassen, dieses Buch, auch wenn es eigentlich eine eher ruhigere Geschichte ist. Aber dieses Buch hat mich damals sehr berührt und das war so, wie gesagt, die erste Geschichte, die sich so richtig hier in meinem Herzen festgenistet hat. Und ja, das ist, ja, was soll ich dazu sagen? Es wird immer das erste Buch sein, in was ich mich quasi verliebt habe. Und ja, ich kann euch dieses Buch auch immer wieder nur empfehlen. Es ist Samantha Young. Ich habe damals mit der Edinburgh Love Story mich in Samantha Young, ihre Geschichten verliebt und allgemein auch in Liebesromane. Also Samantha Young ist quasi so mit daran schuld, dass ich so viele Liebesromane lese, weil sie wirklich mit ihrer Edinburgh Love Story mich da komplett reingesaugt hat in dieses Genre. Und ich lese euch mal vor, worum es in Jamaika Lane geht. Olivia Holloway hat es satt, schüchtern und Single zu sein. Warum muss sie auch immer gleich reißaus nehmen, wenn ein attraktiver Mann nur in ihre Nähe kommt? Ihr bester Freund Nate Sawyer flirtet dagegen um sein Leben gern. Deshalb sagt er auch sofort zu, als Olivia ihn bittet, ihr Nachhilfe im Flirten zu geben. Zuerst ist es nur ein Spiel, leidenschaftlich und sexy. Dann merkt Olivia, dass da mehr ist. Viel mehr. Jetzt fangen die Probleme erst richtig an. Denn Nate war noch nie ein Mann für feste Beziehungen und das klingt jetzt nicht nach einem so extrem spannenden Buch, aber wie gesagt, mich hat einfach diese ganze Beziehung zwischen den beiden damals sehr berührt. Die ist mir sehr ans Herz gegangen und ja, ich mochte Olivia von ihrem ersten Moment an, als sie in diese Reihe quasi kam. Sie kam ja im zweiten Teil dann das erste Mal drin vor und sie kam im zweiten Teil dazu und ich mochte sie vom ersten Moment an und ich mochte auch Nate vom ersten Moment an, als man ihn kennengelernt hat und ich habe mich sehr auf diese Geschichte auch von den beiden gefreut und ja, Jamaika Lane, definitiv eins immer meiner Top-Bücher, wenn es um Liebesromane geht, weil es halt so das erste Buch war, in was ich mich so ein bisschen verliebt habe mit. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das ist das Buch mit dem hässlichsten Cover aller Zeiten. Ich bin auch heute immer noch der Meinung, hätte der Verlag damals ein anderes Cover gehabt und hätte der Verlag vielleicht die Bücher später nochmal neu aufgelegt mit neuen Covern, wäre diese Reihe auch viel, viel besser angekommen.
Aber so ist sie leider ein bisschen in der Versenkung verschwunden und viele haben, glaube ich, aufgrund dieses hässlichen Covers die Bücher auch einfach nicht gekauft. Dabei sind es so tolle Liebesgeschichten, also diese komplette Reihe. Es sind im Deutschen nur die ersten drei Teile übersetzt worden. Es gibt im Englischen inzwischen, glaube ich, 8. Aber ja, ich habe den Verlag damals gefragt, ob weitere Teile übersetzt werden und da hieß es nein, denn die Verkaufszahlen stimmen einfach nicht. Und ja, was ich sehr, sehr schade finde, naja, aber wir kennen das Thema ja nun mit den Reihen nicht weiter übersetzen und so. Und ja, was mein absoluter Lieblingsteil aus den drei übersetzten Büchern ist, ist der zweite. Der zweite Teil der Broken Hearts Reihe, Brennende Sehnsucht von Sheena Showalter. Es ist einfach eine so tolle Reihe und das sind so süße Liebesgeschichten, die absolut wenig Erotik enthalten. Also wenn man dieses Cover sieht, da denkt man, das ist das reine Bumsbuch, aber so ist es nicht. Es gibt in diesem Buch 2 oder 3 erotische Szenen, die auch nicht sehr lang sind. Also es ist wirklich nicht viel, was hier drinnen ist an Erotik. Aber ja, reden wir nicht weiter drüber. Das Cover ist einfach grottenhässlich. Aber es ist eine so tolle Geschichte. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe auch hier geweint. Ich habe für die Protagonistin geweint. Weil einfach das, was ihr passiert und widerfährt, es ist einfach so grausam. Und ich finde es einfach unglaublich, dass die Menschen das mit unserer Protagonistin hier so gemacht haben und ich habe einfach so mit ihr gelitten und mit ihr gefühlt, das ist mir einfach so nahe gegangen und dann kommt Brooke in diese Geschichte und es ist einfach so gut. Es ist einfach so unglaublich gut und deswegen lese ich euch jetzt als allererstes erstmal den Rückband vor, bevor ich hier noch mehr sage. Er heißt im Übrigen Beck, nicht Brooke. Ich wusste, es war noch irgendwas mit B, aber gut, er heißt Beck, nicht Brooke. Beck Oakley kennt als Boss keine Gnade und erst recht nicht als Liebhaber. Noch nie hat er mehr als eine Nacht mit derselben Frau verbracht. Schließlich ist eine schnelle Nummer für ihn die beste Strategie, die Dämonen seiner Vergangenheit in Zaum zu halten. Doch was nützt die beste Strategie, wenn sein Kopf und sein Körper es plötzlich anders wollen? Seit er das Foto einer Frau unter den Unterlagen des vorherigen Hausbesitzers gefunden hat, kann er ihr Gesicht nicht vergessen. So weit, so gut, denkt er. Solange sie nicht plötzlich vor ihm steht. Diese Geschichte hat mich damals sehr, sehr berührt. Ich fand die Geschichte rund um Harlow einfach so unglaublich krass und so unglaublich traurig, dass Menschen halt mit einem anderen Menschen so umgehen und ihn halt für Dinge verurteilen, die wirklich sehr, sehr lange her sind. Und es war einfach so krass zu lesen, wie Harlow lebt und was mit ihr ist. Es war einfach so heftig und es war einfach so toll zu sehen, was in dieser Geschichte alles passiert und wie Beck Harlow hilft und wie Harlow trotz allem versucht, sich selber irgendwie hochzukämpfen. Und es ist einfach krass, was unsere Protagonistin in diesem Buch einfach alles einstecken muss und was sie alles erlebt. Und ja, ich fand diese Geschichte einfach toll. Ich fand diese Geschichte großartig. Ich habe mich in Beck und Harlow sofort verliebt. Die beiden sind einfach einfach so toll und die Geschichte ist einfach so gut. Wie gesagt, wie sich das Ganze entwickelt und was hier alles so passiert, das ist einfach so heftig. Und ja, ich liebe den zweiten Teil der Broken Hearts Reihe. Ich fand aber auch den ersten wie auch den dritten wirklich gut. Die haben mir auch sehr gut gefallen, die beiden Teile. Aber das Buch hier ist für immer in meinem Herzen, weil die Geschichte einfach so unglaublich gut ist. Und wenn ihr wirklich mal eine richtig gute Liebesgeschichte lesen wollt, schaut euch das Buch hier an. Lasst euch vom Cover nicht abschrecken, es ist das hässlichste Cover aller Zeiten, aber die Geschichte, die hier drin ist, ist einfach so unglaublich gut und ich kann sie euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen, schaut sie euch an und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich liebe das Buch einfach, es ist so toll! Auch ein Buch, was mich damals sehr berührt hat beim Lesen, ist der zweite Teil der Vermont-Reihe, also der zweite Teil von True North, Schon immer nur wir von Sarina Bowen. Das ist die Geschichte von Sophie und Jude und diese Geschichte war auch einfach nur, meine Haare gehen heute hier, die machen heute, was sie wollen. Die Geschichte von Sophie und Jude hat mich einfach damals auch sehr berührt und sie hat mich sehr gefesselt auch. Ich habe dieses Buch verschlungen, ich musste wissen, was mit Jude passiert, ich musste wissen, wie das mit den beiden alles ausgeht und es war einfach eine so gute Geschichte. Ich lese euch auch hier erstmal den Rückband vor, damit ihr wisst, worum es geht. Als Jude in seinen Heimatort in Vermont zurückkehrt, will er nicht mehr daran denken, was vor 3 Jahren geschehen ist, als er alles verloren hat. Seinen guten Ruf, seine Chance auf eine Zukunft und Sophie. Seine große Liebe, deren Leben er in einer einzigen tragischen Nacht zerstört hat. Sophie ist geschockt von Judes Rückkehr, denn der Mann, der für den Tod ihres Bruders verantwortlich ist, bringt ihr Herz auch nach all den Jahren noch gefährlich aus dem Takt.
Und so sehr sie sich dagegen wehrt, spürt sie bald, dass diese Liebe keine Gesetze kennt. Und es ist einfach echt eine richtig gute Geschichte. Und die Wendung, die hier am Ende auch nochmal passiert, ist einfach auch so krass. Also es ist so heftig, was hier am Ende noch alles rauskommt. Und es ist einfach eine unglaublich gute Geschichte. Und ja, zu sehen, was Jude hier alles erlebt hat und wie Sophie halt gegen die Liebe ankämpft, quasi, weil er ja für den Tod ihres Bruders verantwortlich ist. Das ist einfach so krass zu sehen. Und ja, es ist so ein schönes Buch, so die Liebe siegt einfach am Ende. Und das ist halt einfach so eine schöne Geschichte, das zu lesen. Ich meine, ich spoilere euch ja nicht, wenn ich ja sage, die Liebe siegt am Ende. Das sind alles Liebesromane. Und die haben alle ein gutes Ende, also spoilere ich euch da nicht, aber das könnt ihr euch ja sicherlich denken. Auf jeden Fall, der zweite Teil der Vermont-Reihe hat mir so unglaublich gut gefallen damals. Und ja, dieses Buch hat sich auch in mein Herz geschlichen. Ich werde die Geschichte von Sophie und Jude niemals vergessen, weil es einfach so krass ist, was hier mit Jude passiert. Und es ist so krass, gegen was für Dämonen er hier auch kämpfen muss. Und es ist so heftig, was er alles dafür tut, um seine Vergangenheit auch einfach hinter sich zu lassen, damit er eine zweite Chance bekommt. Das ist einfach so krass zu lesen und es ist einfach so toll, was halt da auch zwischenmenschlich alles wieder passiert. Und ja, ich liebe den zweiten Teil der Vermont-Reihe einfach und kann euch True North schon immer nur wir wirklich nur empfehlen. Das war damals auch der erste Teil, den ich von dieser Reihe gelesen hatte. Ich habe dann danach erst den ersten gelesen und dann halt den dritten und so weiter. Aber das hier war das erste Buch, was ich aus dieser Reihe gelesen hatte. Und es war einfach so unglaublich gut. Und bisher ist kein anderes Buch aus dieser Reihe hier rangekommen, weil es wird einfach nie ein anderes Buch aus der Vermont-Reihe geben, was hier rankommt. Also es ist einfach so gut. Ich liebe Sophie und Jude und die Geschichte von den beiden ist einfach so gut und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn euch sowas interessiert, schaut euch das Buch an. Ich finde es einfach großartig. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und in dieses Buch habe ich mich verliebt, weil ich mich mit der Protagonistin so super identifizieren konnte, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe das Buch gelesen und ich dachte, Mensch, so Hayley ist schon so ein bisschen wie ich. Sie ist eher schüchtern und zurückhaltend und sie ist so ein kleiner Gamer-Freak und sie zockt halt gerne und sie möchte Tierärztin werden. Und ja, ich habe mich sofort mit Hayley verbunden gefühlt, als ich dieses Buch gelesen habe. Und Mike, ihr Love Interest in diesem Buch, ist auch einfach sehr, sehr toll. Und man verflucht ihn am Anfang einfach so ein bisschen. Man denkt sich so, boah, Junge, merkst du es denn nicht, dass Hayley die perfekte Frau für dich ist? Und man fiebert in diesem Buch dann eigentlich wirklich nur dem Moment entgegen, in dem Mike endlich rafft, dass Hayley die eine für ihn ist. Und ja, ich rede von Rock My Dreams von Jamie Shaw. Das ist der vierte Teil der Mayhem-Reihe. Und ich habe die ersten drei Teile gelesen. Ich fand den ersten gut, ich fand den zweiten nicht so gut. Der dritte hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und der vierte hat einfach alles getoppt. Weil wie gesagt, ich habe mich mit Hayley sofort verbunden gefühlt. Ich habe halt sofort gedacht, hey, ich erkenne mich in ihr wieder in gewisser Art und Weise. Und es war einfach so toll zu sehen, wie die Geschichte von den beiden sich entwickelt hat, wie das alles verlaufen ist. Und ja, ich habe einfach mich in die Charaktere auch hier wieder verliebt und in die Geschichte und habe sehr mitgefiebert auch mit den Charakteren. Und ja, ich lese euch auch mal hier den Rückband vor. Hayley Harper hat einen Plan. So schnell wie möglich ihr Studium absolvieren, um nicht länger finanziell von ihrem Onkel abhängig zu sein. Doch dann begegnet sie Mike. Und plötzlich kann sie an nichts anderes mehr denken. Mike ist der Drummer der Rockband The Last Ones to Know. Er ist süß, witzig und der Ex-Freund ihrer Cousine Danica, die ihn jetzt, da er berühmt ist, unbedingt zurückgewinnen will. Hayley geht auf Abstand, doch sie hat die Rechnung ohne Mike gemacht. Für ihn ist Hayley das Mädchen, auf das er sein Leben lang gewartet hat. Und er wird alles tun, um ihr das zu beweisen. Und es ist halt einfach am Anfang der Geschichte so krass zu sehen, wie diese Geschichte mit Danica halt noch abläuft und wie die beiden sich halt auch kennenlernen und was dann halt so mit Danica am Anfang noch ist. Und man denkt sich die ganze Zeit während der Geschichte, boah, Danica, verpiss dich einfach. Weißt du, geh. Dich braucht hier niemand. Dich will hier niemand haben in dieser Geschichte. Geh einfach. Dich mag niemand. Geh einfach. Und ich habe sowas von mitgefiebert auf dem Moment, wo die Alte dann endlich verschwindet. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so jetzt, boah, verpiss dich einfach. Mach den Weg frei für Hayley, die passt viel besser zu Mike. Und die beiden sind so toll zusammen. Und ja,
Es war einfach eine Geschichte, wo ich wirklich sehr mitgefiebert habe, wo ich mit den Charakteren wirklich mitgegangen bin und ja, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich kann euch Rock My Dreams, den vierten Teil der Mayhem-Reihe, wirklich nur ans Herz legen. Lest dieses Buch, es ist wirklich richtig toll geschrieben auch und ja, ich kann euch, was das betrifft, die Bücher wirklich nur empfehlen. Und damit wären wir beim letzten Buch meiner Top 10 und wer jetzt aufgepasst hat, wird vielleicht gemerkt haben, dass noch nicht ein Buch meiner Queen dabei war. Jennifer Armentrout. Und ich habe bewusst versucht, Jennifer Armentrout so ein bisschen hier rauszuhalten, weil sonst hätte sie sehr schnell diese Top 10 übernommen. Aber ein Buch muss natürlich sein von Jennifer Armentrout. Und zwar ist das mein absolutes Lieblingsbuch, was die Liebesromane betrifft. Und zwar ist das Stay With Me von Jennifer Armentrout mit ihrem Alias Jaylin. Und dieses Buch, es war einfach so unglaublich gut. Es war so gut. Wo ich das damals gelesen habe, ich bin so mitgegangen in dieser Geschichte. Ich habe mit Keller so gelitten. Ich habe so mit ihr mitgefiebert. Und Jax war halt auch einfach so toll in der Geschichte. Und ja, ich bin sehr stolz auf das hier. Ich habe mir das Buch damals signieren lassen, wo ich Jennifer Armentrout interviewen durfte und sie hat mir damals auch verraten, dass das auch ihr Lieblingsteil aus der Wait For You-Reihe ist und ja, ich liebe die Geschichte von Keller und Jax einfach sehr und ich lese euch auch hier jetzt erstmal vor, worum es geht, bevor ich weiter erzähle, damit ihr einfach das besser versteht. Keller hält sich im Hintergrund, schon immer. Sie versteckt ihre körperlichen und seelischen Narben, hütet ihre Geheimnisse und hat mit ihrer Vergangenheit endgültig abgeschlossen, denkt sie. Denn als ihre Mutter spurlos verschwindet, muss sie zurückkehren, in ihre Heimatstadt und in ein Leben, das sie für immer vergessen wollte. Womit sie allerdings nicht gerechnet hat, ist Jax und die Gefühle, die er in ihr weckt. Doch bevor Keller sich darüber Gedanken machen kann, stehen Männer vor ihrer Tür, die sie für die Taten ihrer Mutter bezahlen lassen wollen. Und ja, das ist echt richtig krass in dem Buch. Also es ist so krass, was Keller alles erlebt. Es ist so krass, was Keller für eine Mutter hat. Es ist so krass, was die Mutter alles für Dinge tut, die Keller im Endeffekt ausbaden muss. Und es ist so toll zu sehen, wie Jax ihr da zur Seite steht und sie unterstützen tut und ihr in allen Lebenslagen helfen tut. Und es ist einfach so unglaublich gut. Und dann das Ende, Leute, es ist einfach so, oh mein Gott. Das Ende ist einfach so gut. Es ist einfach so gut. Ich habe damals gedacht, wo ich das Ende gelesen habe, ich saß da und bin zerflossen, weil ich dachte, oh mein Gott, es ist so gut. Es ist einfach eine verdammt tolle Geschichte, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Schaut euch die ganze Wait For You-Reihe an. Ich liebe die ganze Reihe, aber das ist definitiv von allen Liebesromanen von Jennifer Armentrout mein Liebling. Denn die Geschichte von Keller und Jax ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Sie hat mich sehr berührt. Ich finde, Keller ist eine so starke, tapfere Person. Und es ist einfach so toll, das Ganze zu lesen, was in diesem Buch alles passiert. Und wie sie sich da durchboxt und rausboxt. Und ja, ich finde es einfach großartig. Welchen Teil ich euch von dieser Reihe auch unbedingt empfehlen kann, ist der letzte, Fire in You. Wow, dieses Buch ist auch so heftig. Es ist so krass, was da alles passiert und ja, schaut euch das Buch hier auf jeden Fall an. Ich liebe es, ich liebe die ganze Reihe, ich liebe alle Bücher, die ich euch gerade gezeigt habe, sehr. Und ja, alle diese 10 Bücher haben sich in mein Herz geschlichen und werden dort für immer einen besonderen Platz haben. Das sind auch die Bücher, die ich niemals weggeben werde. Was soll ich dazu noch sagen? Das sind meine Top 10 Liebesromane. Ich wollte sie euch einfach nochmal zeigen und vorstellen. Falls der eine oder andere noch nach einer guten Liebesgeschichte sucht, hier sind meine Top 10 und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, was sind denn eure Lieblingsliebesromane? Ob jetzt mit Erotik oder ohne Erotik, das ist völlig egal. Schreibt mir doch eure Lieblingsliebesromane gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht entdecke ich dadurch auch mal noch ein bisschen was Neues, was ich lesen kann. Und ja, wie gesagt, 3 Bücher haben es nicht in meine Top 10 geschafft, aber sind knapp dran vorbeigeschreddert. Auch diese 3 Bücher, wie gesagt, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut euch, wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt, an. Schaut euch Redwood Love an, den zweiten Teil. Und schaut euch Keep an von der Mills Brothers Reihe von Hilary Hunting. Auch diese 3 Bücher sind so unglaublich gut. Aber ich musste mich jetzt hier mal auf einer Top 10 einfach mal festlegen. Und das sind halt die 10 geworden. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Gucken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.